Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei TKB Cards. Heute haben wir für euch das neueste Core-Set Rise of the Duelist, was wir dann in diesem Video vorstellen werden. Gaia Rides Again sagt das Display aus. Es ist also viel Support für den Gaia-Archetype hier drin. Und eine der besten Splashable Engines der Neuzeit, würde ich sagen, Dogmatica oder früher hieß es Dragma. Zusätzlich zu vielen sehr, sehr guten Staples wie Forbidden Droplet oder Free Tactical Talents. Außerdem bekommen die Fluffles ein bisschen Support. Und die Infernoble Knights werden introduced. Das ist ein neuer Archetype, beziehungsweise so ein Rand-Archetype zu den Noble Knights. Und dadurch ist das Deck, kann man schon sagen, im Meta angekommen, beziehungsweise nur dieses Infernoble Knight. Es sind wieder fünf Starlight Rares hier drinne. Unter anderem Didi Crow als Starlight Rare oder viele andere gute Karten wie Free Tactical Talents oder einer der Dogmatiker-Karten. Da will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, dann schauen wir einfach mal, was wir in diesem Pack ziehen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir es auch schon aus der Folie befreit und dann machen wir es mal wieder wie immer im Laden auf. Ah, Moment. Klemmt ein wenig. So, jetzt haben wir es. So, wieder den ausstanzen. Hier bei den Displays ist es so, da haben die an der Seite wieder dieses Geriffelte, sodass man das hier abtrennen kann. Sieht es dann etwas hübscher aus, als wenn immer diese Lasche da drüber hängt. So, dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Pack an. Und da haben wir, die habe ich noch vergessen: Melfis, ein süßer Archetype. Melfi Pony. Infernoble Knight Astolfo. Dogmatica Nexus, Level 11er. Edge im Scythe. Adamancipator Friends als Secret Rare im ersten Pack. Einer der etwas schwächeren Secret Rares. Da war gleich, den habe ich gar nicht erst erkannt als Secret, aber man sieht es, hier ist eine Secret. Gut, haben wir schon die erste Secret. Der Adamancipator. Frightful Repair. Frightful Jar. Dice, Dice. Und Dogmatica Nation. Spielfeldzauberkarte von Dogmatica. Okay, das war jetzt etwas überraschend, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mal gucken, was wir sonst noch dann hier drin ziehen können. Dann haben wir ein Xyz, Melfi Mummy, Dogmatica Fio, The Aurum Punch, Unauthorized Boot Up Device, Fluffle Dolphin, Maglancia The Deep Sea City, Super Rare, ist immer als Umiverse behandelt, Spiral Discharge, Melfi Hide and Seek und Junk Sleep sowie Dogmatica Punishment. Oh, das ist eine Common. Die ist auch relativ gut, die Karte. Nächstes Pack. Dann haben wir hier einmal Melfi Fanny, Red Potan, Makina Resurrenger. Ach, der war doch auch in längere Duelist drin. Thunderhand ist nur Common, okay. Ich hätte übrigens gedacht, dass er super rare wird. Revenge Rally als super rare. Das ist ziemlich schwer zu erkennen, jetzt diese ganzen Karten hier, aber das ist eine super rare. Heavenly Dragon Circle, Spiral Reborn, Spiral Discharge und Didi Evil. Noch neue Didi-Karten sowie zwei Gaia-Support-Karten. So, machen wir das mal so. Dann geht es weiter mit einem Ritualmonster. Megalith Fool. Melfi Rabby, die Common-Karte. Rabby's up on the ferret stump again, looking all around the forest and at all the fluffy friends. Do you like exploring too? Good. Let's go find more Melfi friends with Rabby. Also, schließt ihm euch an. Dann findet ihr viele neue Freunde. Curse of Dragon, the Cursed Dragon. Dogmatica Nexus. Nemesis Keystone als Super Rare. Melfi Playhouse, Melfi Tech, Didi Arc und Fury of Kairoshin. Das habe ich jetzt fast alle Karten aus diesem Lengel Duelist gezogen. Oder glaube ich alle. Ja. Ist wahrscheinlich der Ersatz dafür, dass die keine Special Editions mehr haben, wo die drin gewesen wären. Dann haben wir Dracoon Lamp, Galopping Gaia, Drill Driver Vespinado, Melfi Fanny, Ultra Rare, Win the Wind Channeler. Auf jeden Fall cooles Artwork. Ist auch bestimmt wichtig für das neue Structure, was bald rauskommt.
Frightful Repair, Spiral Fusion und Frightful Jar. Oh, und dann habe ich noch Melfi Hide and Seek vergessen. Verstecken sie sich alle. Next Pack. Dann haben wir hier Mathmech Diameter, Melfi Pony, Dark Lord Nergal, Megalith Fool, Infernoble Arms Joyeuse. Ja, das ist ein bisschen so wie im Museum. Linkerbell. Ja, süßes Artwork auf jeden Fall. Ancient Warriors Saga East by Southwinds. Performple Card Gardener. Ach du lieber Gott. Und Dice. Das sind alles so diese Imports aus dem OCG, die wir nicht unbedingt benötigt haben, glaube ich. So wie sich die Karten schon anhören und aussehen. Naja, was soll's. Geht's weiter. Da haben wir hier Infernoble Knight Captain Roland. Okay, der ist nur Common. Das ist überraschend. Dogmatica Fio, The Iron Punch. Frightful Cruel Whale. Megalith Fool. Super Rare. Redeemable Jar. Wieder eine weitere Jar-Karte. Hinten ist auch unser Port of Greed. Dogmatica Nation. Infernoble Arms How to Clear. Und Super Heavy Samurai Scarecrow Zui, The Ancient Warriors Saga. Also sind viele Commons, womit ich nicht gerechnet habe, dass sie Commons sind. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann haben wir den Indulged Dark Lord. Edge Imp Scythe. Unauthorized Boot Up Device. Curse of Dragon, The Cursed Dragon. Super Rare Speedroid Block'n'Roll. Schöne Gitarre. Speedroid Karte. Spiral Discharge. Dogmatica Punishment, Horn of Oliphant und Frightful Repair. So, nachdem wir am Anfang gleich die Secret hatten, fehlt jetzt ein bisschen was. Ist ja fast nur Super Rares, aber wir gehen weiter nach unten. Dann haben wir hier wieder den Red Potan, Drill Driver Vespinato, Infernoble Knight Maugus, Fluffle Dolphin, Raid Raptor Revolution Falcon Air Raid, Super Rare. Langer, langer Name, aber cooles Artwork, muss ich sagen. Spiral Fusion, Melfi Tech, Dogmatica Nation und Abyss Actor Twinkle Little Star. Oh, das war, glaube ich, auch noch eine der Karten, die sie benötigt haben. Da muss ich gleich mal unseren Kollegen fragen, der hat das Deck neulich mal gespielt, aber die braucht. Können wir ihm auf jeden Fall zusichern. So, dann haben wir die Thunderhand, Red Potan, Melfi Mummy, Melfi Fanny und dann kommt ein Exit, glaube ich. Ja, super rare. Gaia the Magical Knight of Dragons. Der ist, glaube ich, auch Start. Den will ich hoffentlich nicht ziehen, so. Melfi Playhouse, Infernoble Arms, How to Clear, Frightful Jar und Dogmatica Encounter. Der ist auch hier vorne auf dem Display, beziehungsweise auf dem Booster drauf. Die haben ja auch noch so eine Katapult-Schildkröte bekommen. Die ist ultra rare. Mal gucken, vielleicht ziehen wir die. Dann haben wir den Capricious Dark Lord. Infernoble Knight Captain Roland, Infernoble Knight Astolfo, Curse of Dragon und Ultra Rare Self Glare Luminous Luna Dragon. Okay. Auf jeden Fall ein Monddrache. Melfi Playhouse, Super Heavy Samurai Scarecrow, Junk Sleep und Spiral Fusion. Gehen wir weiter rein in das Set. Jetzt ziehen wir noch eine Dogmatica-Karten. Den manches nicht. Dogmatica Nexus, Dogmatica Fio, jetzt kommen sie alle. Fluffle Dolphin, Infernoble Knight Captain Roland und noch eine Ultra Rare, Lifeless Leaffish. Okay, eine Fisch-Support-Karte. Aber die Ultra Rares gefallen mir noch nicht, so hätte ich bessere erwartet. Frightful Repair, Spiral Discharge, Melfi Tech und DD Arc. So, dann haben wir den Galloping Gaia, Red Potan, Thunderhand, Mathmech Diameter, Blizzard als Super Rare. Cool. Dogmatica Encounter, Dark Lord Uprising, Infernoble Arms und DD Arc nochmal. So, jetzt bin ich gespannt, was die letzte Secret ist. Vielleicht haben wir sogar drei, das wäre lustig. So, Makina Resurrenger, Edge Imp Scythe. Unauthorized Boot Up Device, Dragon Lamp, Blizzard nochmal, okay. Heavenly Dragon Circle, Fury of Kairoshin, Linkerbell und der Super Heavy Samurai Scarecrow.
Link Monster sind auch nicht mehr so viele vertreten hier. Das hauptsächlich in Kamen. Dann haben wir hier wieder Melfi, Rabby, Megalith Fool, Thunderhand, Drill Driver, Vespinato und Super Rare, Melfi Puppy. Flauschig auf jeden Fall. Dogmatica Punishment, Abyss Actor Twinkle, Little Star, Angel Warrior und Didi Evil. So, und geht's weiter. Sind schon ungefähr zu drei Viertel durch jetzt. Dann haben wir hier den Makina, Darklord Nurgle, Melfi Rabby, Frightful Cruel Whale und Super Rare, Performable Odd-Eyes Metal Claw. Okay, der war auch so lange im OCG und wir haben ihn nicht bekommen und jetzt wird er wahrscheinlich auch nicht mehr benötigt. Fury of Kairoshin, Abyss Actor, Linker Bell und der Spiral Reborn. So, kommen wir zum letzten Pack auf der rechten Seite. Dann haben wir wieder den Cursed Dragon, Melfi Pony, Galopping Gaia, den für Nobland Captain Roland und Super Rare Gaia the Magical Knight. Da sind auch wieder viele neue Gaia-Karten, also da kann man wahrscheinlich die alten dazu mischen noch irgendwie. Murphy Playhouse, Junk Sleep, Spiral Discharge und Diced Dice. Das wird bestimmt früher ein Shoprim gewesen sein, aber es gibt ja wohl keine mehr. So, da haben wir hier Dark Lord Nergal, Dragon Lamp, Murphy Fanny, Galopping Gaia und Super Rare Soldier Gaia, The Fierce Knight. Der sieht ein bisschen so, bisschen wie der DLS aus. Dark Lord Uprising, Heavenly Dragon Circle, Super Samurai und Infinite Noble Arms. Dann haben wir wieder den Captain Roland, Indulged Dark Lord, Edge Imp Scythe, Capricious Dark Lord und Super Rare Infinite Noble Knight, Knight OG. Oder OG. Super Rare. Horn of Oliphant, Spiral Reborn. Angel Warriors Saga, Performable Card Gardener. So, dann kommen wir zu den letzten 5 Packs, so wie es aussieht, oder 4. Eine Secret müssen wir eigentlich noch haben, deswegen, vielleicht kommt die ganz zum Schluss. Infernoble Knight Astolfo, Infernoble Knight Maugus, Thunderhand, Melfi Rabby, gibst du uns was? Ja, eine Ultra Rare Ice Dragons Prison. Die ist auch relativ cool, das Artwork ist auch richtig cool. Die hat auch auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen. Spiral Fusion, Linker Bell, Dogmatica Encounter und Dogmatica Nation. So, letzten 3-4 Packs noch. Was wird uns noch was wir bringen? Drill Driver Vespinato, Melfi Pony, Red Poten, Dark Lord Nergal, Dragon Maid Tidying. Als Super Rare, da wird schon aufgeräumt. Didi Evil, Dice Dice, Frightful Repair und Didi Arc. So, ich mach das mal hier gerade mal raus. So. Letzten 3 Packs, komm, gibt uns was Gutes. Dogmatica Nexus, Frightful Cruel Whale, Indulge Dark Lord, Infernoble Noble Knight Astolfo und Super Rare Yaminabe Party. Das sind diese komischen Goblin-Viecher, die immer auf irgendwelchen komischen japanischen Karten drauf sind, diese komischen japanischen Namen haben. Fury of Kairoshin, Dark Lord Uprising, Abyss Actor Twinkle, Little Star und Melfi Tech. So, letzten 2 Packs. Ich kann mir vorstellen, dass dann im letzten Pack die Secret Rare ist. Oder ich hab's jetzt hier. Capricious Dark Lord, Melfi Mummy, Dogmatica Fios, Iron Punch, Mathmech, Diameter und Secret Rare, Fallen of Albus. Fallen of Albus als Secret Rare. Den kann man auch mit den Dogmatica-Karten suchen. Coole Karte. Heavenly Dragon Circle, Junk Sleep, Ups, Horn of Oliphant und der Card Gardener. Gut, letztes Pack wird wahrscheinlich dann leider nur eine Super Rare sein. Oder vielleicht doch eine Starlight Rare. Wir werden es sehen. Dracoon Lamp, Infernoble Knight Maugus, Melfi Pony, Makina Resurrenger und eine Super Rare Link Monster. Ancient Warriors Oath, Double Dragon Lords. Das ist, glaube ich, die Karte, die das Deck erst gut macht. Auf die haben sie gewartet. Melfi Hide and Seek, Dogmatica Punishment, Spiral Fusion und Diced Dice. Ja, da bin ich auch schon durch mit dem Opening.
Ihr seht hier die Haupt-Targets, die wir gezogen haben. Wir haben den Fallen of Albas als Secret Rare, die Adamancipator Friends. Leider nicht so tolle Secret Rares hier in diesem Display, aber ich hab noch, oder wir haben noch ein paar vor uns. Dementsprechend hoffen wir auf weitere gute Pulls. Als Ultra Rares den Ice Drinks Prison, Lifeless Leafish, den Self Glare, The Luminous Lunar Dragon und noch Wind Charmer sowie diese Super Rares hier und weitere Commons. Ja, dann bin ich auch schon durch mit diesem Opening. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch wieder ein Like da und schreibt doch mal in die Kommentare, was euch von den Karten hier am meisten interessiert oder welches Deck ihr aufgrund dieses neuen Sets, wenn es wieder einigermaßen geht, spielen wollt oder werdet. Und lasst uns doch in Kommentaren wissen. Und ansonsten kann ich euch nur wieder auf unsere Links hinweisen. Cardmarket-Link, Instagram. Dort werdet ihr immer aktuelle Infos zu den neuesten Sets bekommen. Und auch diese Karten könnt ihr dann auf Cardmarket erwerben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag. Und bis zum nächsten Mal.